Herzlich willkommen zu Behind the Scenes von Escape. Leute, es geht jetzt los. Ausrufezeichen, Vote. Los, Leute, los, 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 los. Votet, was das Zeug hält. Let's go. Ausrufezeichen, Vote, Nika, Nanika. Oh nein, jetzt hat Milchbäume mich überholt. Oh nein, jetzt hat Selmare. Oh nein. Es sind 20 Sekunden. Oh mein Gott, ich. Oh nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Letztes Jahr habe ich bei der Aldi Gaming Heldenschmiede teilgenommen und habe gewonnen. Das war ein Streamer-Wettbewerb mit 100 unterschiedlichsten Content-Creatern. Wir mussten mehrere Quests erfüllen und sind so Runde für Runde in das nächste Level gekommen. Schließlich durfte ich als Gewinnerin der Heldenschmiede mein Konzept eines interaktiven Live-Escape-Rooms auf der Startseite von Twitch präsentieren. In diesem Video nehme ich euch also mit hinter die Kulissen, in die anderthalbmonatige Planungs- und Vorbereitungsphase dieses unvergesslichen Events Escape. Leute, herzlich willkommen zum Behind the Scenes. Heute ist wieder ein Tag, wo wir Richtung Bunkeranlage gehen, um die ganze Gegend ein bisschen so zu erforschen und zu gucken, wo was wie wann stehen wird. Also, let's go. Jetzt bin ich wieder raus. Ich war voll in einer Rolle drin. Soll ich rausgehen? Nein. Klos ab mit Rotkohl übrigens. Lecker. Stuhl sitzt und nicken. Wunderbare Menschen kennen. Richtig, das ist korrekt, Macher. Willkommen im Escape Brain Zone.
Freunde der Sonne. Heute ist der 16.10. Es sind gerade die beiden VIP-Streamer eingetroffen. Milchboy und Schneider. Wo sind sie? Wo sind sie? Moin. Nasta Robin. Cheers. Danke natürlich auch an Aldi, dass ihr so eine Gelegenheit mir ermöglicht habt. Und ein unglaubliches Danke an die gesamte Crew, die hier die letzten Tage voller Schweiß und Kraft und Mühe das alles aufgebaut hat. Danke an meine Family und ein riesengroßes Danke an Tobi, der Kopf hinter diesen gesamten Rätseln gewesen ist. Und natürlich danke euch, Chat, danke, dass ihr dabei wart und danke Moderatoren, die heute aufgepasst haben. Das war ein riesiges Event für mich, etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal auf der Frontpage zu sein. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt gerne noch dran, denn es gibt gleich noch eine Aftershow-Party. Oh yeah! Oh mein Gott, und wie war's? Wie war's? Mega cool! Wahnsinn. Der Escape Room ist jetzt vorbei. Es war unglaublich. Es war unbeschreiblich. Ich kann es wirklich gerade nicht in Worte fassen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um das so richtig zu realisieren, was hier alle Leute, die mitgemacht haben, auf die Beine gestellt haben. That's crazy. Oh.
Thank you.